Hi, heute geht es um einen Hörgenuss, der den Hype absolut erfüllt hat und ich meine Augen vor jeglicher berechtigter Kritik fest verschließe. Im August war mein Hörgenuss ja auch schon aus dem Romantasy-Bereich, allerdings Urban Fantasy, also in unserer heutigen modernen Welt spielend. Und jetzt habe ich Fourthwing für euch. Ich hatte das schon angedeutet, dass das auch ein Highlight für mich war. Allerdings epische Fantasy als Setting, das heißt eine Welt, die unserer gänzlich fremd ist, unter anderem mit Drachen. Ich habe das Hörbuch gehört und wirklich in einem Rutsch durch. Ich habe das im Urlaub genossen. Und glaube, innerhalb von 3 Tagen fertig gehört. Und es ist ja ein durchaus umfangreiches Buch. Und wirklich in diesen Sog gekommen und so weiter. Ich habe nicht 5 Sterne vergeben, 4,5. Ich erzähle euch auch gleich, was für mich Abstrich war. Und danach habe ich mich mit Sarah Sophie und Kali vom Kanal Kalis Books unterhalten. Und die hatten beide wirklich berechtigte Kritik, vor allem auch nochmal, was die Logik der Geschichte angeht. Und ich konnte nicken und sagen, verstehe ich, hat aber nicht beeinflusst, dass ich die Geschichte total genossen habe. Erstmal vielleicht zum Inhalt. Protagonistin ist die 20-jährige Violet, die sich eigentlich auf ein relativ ruhiges Leben als Gelehrte eingestellt hat, aber ihre Mutter zwingt sie dann in ein College für Drachenreiter. Violet ist relativ klein und auch zerbrechlich und dadurch ist ihr Leben in großer Gefahr, denn Drachen verbinden sich nicht mit schwachen Menschen. Sie sieht sich dann mit tödlichen Herausforderungen konfrontiert und gefährlichen Machenschaften und muss um ihre Zukunft kämpfen. Denn entweder sie wird Absolventin oder sie stirbt. Wir haben hier 2 SprecherInnen, und zwar einmal Dagmar Bittner und Vincent Fallow. Das ist aber größtenteils von Dagmar Bittner eingesprochen. Es gibt ganz am Ende ein bisschen aus der Perspektive einer männlichen Figur, die dann eben von Vincent Fallow gesprochen wird. Ich habe mich großartig unterhalten gefühlt und freue mich brutal auf Band 2. Vor allem, weil Violet mich als Protagonistin überzeugt hat. Sie hatte anfangs eine relativ klare Vorstellung davon, wie ihr Leben aussehen wird und hat sich da auch drauf gefreut. Und dann macht ihre Mutter ihren Strich durch die Rechnung und sie muss sich jetzt in große Gefahr begeben, nämlich in diesem Drachenreiter-College. Und man merkt, dass sie dafür nicht gewappnet ist, dass sie allein durch ihre körperliche Schwäche, in Anführungszeichen, den anderen unterlegen ist und auch, weil sie sich nicht gut darauf vorbereiten konnte. Die anderen wussten schon ewig, dass sie ins College für Drachenreiter gehen werden und Violet muss jetzt aufholen. Und sie hat eine körperliche Beschaffenheit, die sie extra schwach macht. Ich glaube, es ist so ein bisschen an das Ehlers-Danlos-Syndrom angelehnt. Die Autorin hat das auch, also Rebecca Yarros selbst. Und das wird zwar nirgends so benannt, aber es ist relativ offensichtlich und das ist vor allem eine Schwäche der Gelenke. Also ständig fliegt ihr irgendwie ein Arm aus dem Schultergelenk oder Knie und Hüften sind auch gefährdet. Sie ist aber im Grunde eigentlich nicht schwach, denn sie bringt zum einen ein hohes Maß an Bildung mit sich, was dann auch dafür sorgt, dass sie den anderen teilweise überlegen ist. Nicht körperlich, sondern im Kopf. Und sie hat eine gewisse Art, auf Menschen zu gucken und mit Menschen umzugehen, die eben auch von Vorteil ist. Aber das Buch erzählt dann eben so den Widerspruch zwischen, was ist klassisch stark und was ist klassisch schwach und wie passt Violet da rein. Außerdem mochte ich, dass das Buch wirklich Dark Academia ist. Also das Schulsetting spielt zwar nicht wirklich eine große Rolle, also vor allen Dingen Unterricht findet eher am Rande statt, aber Training wird viel erzählt und auch Wettkämpfe selber. Und Dark trifft es auch, denn niemand ist sicher. Also es gibt hohe Einsätze und es kommt durchaus zu Todesfällen, die nicht vorhersehbar waren oder die dann wirklich auch einen emotionalen Punch hinterlassen. Auch der Konkurrenzkampf unter den Kommilitoninnen wird miterzählt und ist ziemlich schonungslos. Ich würde jetzt mal sagen, nicht so krass wie in Nevernight. Da ist Nevernight schon nochmal eine Schippe schonungsloser. Aber schon so in die Richtung. Ich mochte das Worldbuilding, ich mochte nämlich, wie die Schule beschrieben wird, allein die Anfangssequenz, wie die SchülerInnen in die Schule gelangen, war so filmhaft. Auch was es mit den Drachen auf sich hat, welche unterschiedlichen Arten von Drachen es gibt, wie es dann dazu kommt, dass sich Reiter und Drache zueinander finden. Und es ist eben auch so, dass diese Schule nur existiert, weil
Krieg herrscht und weil mit diesen Drachenreitern Kriegführung gemacht wird. Und diese Infos zum Krieg nach und nach erzählt zu bekommen und auch erst nach und nach die ganzen Zusammenhänge zu verstehen, fand ich gut gemacht. Ich habe gesagt, auch Fourthwing würde ich als Romantasy bezeichnen und so ist das Buch, glaube ich, mittlerweile auch bekannt. Es dürfte jetzt niemanden überraschen, dass es in dem Buch auch um eine Liebesgeschichte geht. Die fand ich über lange Strecken wirklich sehr gut, eher am Rande und durchaus mit einer langsamen Annäherung, also die sich immer weiter aufgebaut hat und nicht von 0 auf 100 war. Vor dem tatsächlichen Showdown von Band 1 nimmt die Romance mal einen sehr präsenten Raum ein. Und das war selbst mir zu viel. Also ich mag das ja gerne und ich mag sowohl spicy als auch schmalzig, aber das dauerte zu lang und da war nicht viel Plot sonst noch. Und das war irgendwie, wahrscheinlich hätte es besser in die Geschichte eingeflochten werden müssen. So fühlte es sich etwas losgelöst und auch ein bisschen arg dominant an. Es gibt ein angedeutetes Dreieck-Love-Triangle und das war für mich gerade so aushaltbar. Es hätte nicht mehr sein dürfen. Ich habe 4,5 Sterne vergeben. Ich fand es also wirklich richtig, richtig gut und freue mich schon auf Band 2. Und ehrlich gesagt werde ich dann auch nicht auf die deutsche Hörbuchfassung warten, sondern Band 2 erscheint auf Englisch ja jetzt schon im November. Und dann werde ich, ja, das Buch ziemlich zeitnah verschlingen. Und das war's auch schon mit dem Hörgenuss. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich bin total gespannt und freue mich auch ehrlich gesagt, wenn ihr Fourthwing schon gelesen habt, dass wir dazu hier in den Kommentaren mal ins Gespräch kommen und uns vielleicht austauschen, weil ich halt schon glaube, ja, das Buch wird ganz schön krass gehypt und viele lieben es auch. Aber die Kritikpunkte, die zum Beispiel Carly und Sarah Sophie angebracht haben, lassen sich auch nicht völlig leugnen. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss.